Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Mein letztes FL Studio Video ist ja relativ gut bei euch angekommen, deswegen gibt's heute gleich den nächsten Teil. Ich habe 10 Tipps für euch vorbereitet. Am Schluss würde es, glaube ich, mit Abstand den heftigsten Tipp und Trick geben, womit ihr euch sehr viel Zeit und Geld sparen könnt. Und ich werde euch wieder einen kleinen Einblick in einen meiner aktuellen, weil ich habe aktuell sehr viele angefangene Projekte und ich zeige euch heute die Funktionen in einem anderen Projekt und es wird halt einen kleinen Teaser für euch geben. Deswegen bleibt gerne dran, kommentiert das Video bzw. sagt mir, was ihr zu dem Remix sagt und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger, wir gehen rein in FL Studio bzw. erster Tipp, geht nicht direkt ins Programm von FL Studio, sondern wir gehen in die Windows-Einstellungen, denn wirklich, kurze Story, Freunde, bevor ich euch das jetzt zeige, 2 Jahre lang, ich war so am Verzweifeln, ich habe zum Beispiel in FL Studio meinen Remix fertig gemacht, habe das Ganze exportiert und habe das dann auf meinem Windows-Rechner, also ganz normal am PC, nochmal über VLC, iTunes abgespielt und egal welche Software ich genutzt habe, die Musik hat sich nie so angehört wie in FL Studio. Ich habe sämtliche Foren durchgelesen, ich habe sämtliche Hilfe mir in Foren geholt. Es gab wirklich zahlreiche Tipps und auch Hilfestellungen von anderen Usern, die das gleiche Problem hatten. Es hat leider nichts davon gebracht. Ich habe alle Exporteinstellungen ausprobiert, also wirklich, wirklich alle. Und ich zeige euch jetzt eine Funktion. Hätte mir die vor 2 Jahren einer gezeigt, wäre ich ihm so unfassbar dankbar gewesen. Ich habe 2 Jahre wirklich die Krise bekommen, warum der Track bzw. der Remix, wenn ich ihn exportiert habe, immer sich so flach, so leicht angehört hat. Ich mache zum Beispiel viel mit Kick and Bass und jedes Mal, wenn ich es abgespielt habe, dann in dem Player, die Kick hat keinen Druck, der Bass ist sehr flach, die Vocal ist sehr flach und ich werde safe einem von euch damit helfen können. Und ich würde sagen, genug geredet, wir gehen rein, 3, 2, 1, Abfahrt. Tipp Nummer 1, wie gesagt, hätte ich den gerne vor 2 Jahren schon gesehen, wäre ich demjenigen so dankbar gewesen. Ihr geht ganz simpel in die Windows-Einstellung. Ich habe es bei mir hier unten schon in der Taskleiste drinnen und wir gehen einfach, wie gesagt, in die Einstellungen. Ihr gebt ein Mono. Jetzt kommen hier 2 Einstellungen. Ihr klickt hier aktiviert und deaktiviert Mono und Audio. Und jetzt kommt der eine Mausklick, der alles verändert hat und zwar hier. Das war bei mir aktiviert. Das heißt, ich habe meine komplette Audio Mono gehört, habe es ausgestellt und es hat sich genau so angehört wie in FL Studio. Also wirklich einfach schauen, Windows-Einstellungen, Mono eingeben und dann einfach versuchen, oder was heißt versuchen, einfach den Mono-Regler deaktivieren. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 2. Wir ziehen heute durch. Wie gesagt, 10 Stück habe ich für euch. Das war Nummer 1. Wir gehen weiter. Tipp Nummer 2. Mir hat es gerade mein Aufnahmeprogramm schön gecrashed, deswegen muss ich euch das nochmal demonstrieren. Also, ich schalte zum Beispiel alles bis auf diese Spur stumm und ich zeige euch jetzt, also was ich euch genau zeigen will, ich will aus dieser Crash, ich spiele euch mal kurz ab, also wirklich eine simple Crash aus meinem Sample Pack, die will ich als Reverse Crash nutzen und es gibt ja 2 Optionen, dieses Sample zu kopieren. Einmal ihr drückt zum Beispiel Shift, linke Maustaste gedrückt und ihr seht, es entsteht die Crash nochmal. Wenn ich die jetzt abspiele, identisch. Und wenn ich jetzt, könnt ihr mal genau hinschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in will ich bearbeiten, dass sie dünner wird, dann seht ihr, dass die erste Crash sich auch verändert hat. Deswegen stellen wir das Ganze zurück, löschen das nochmal und wir nutzen nochmal die Funktion Shift V, linke Maustaste gedrückt und zack, haben wir eine eigenständige Crash. Das heißt, wenn wir die jetzt bearbeiten, das habe ich euch am letzten FL Studio Video gezeigt, wenn wir jetzt die bearbeiten, wird auf jeden Fall die gleich bleiben und ich will euch jetzt, wie gesagt, eine Funktion zeigen und zwar diese Reverse Funktion. Doppelklick drauf, hier steht schon einmal Reverse. Ich kürze jetzt hier das Ganze, weil wir den vorderen Teil nicht brauchen, zumindest nicht fürs Video. Ich zoome hier rein und spiele euch das mal ab. Wirklich 2 Mausklicks, Reverse Crash aus der gleichen Crash, was auch hier ist. Und es hört sich so an. Genau, simple. Ihr könnt auch hier nochmal sagen, ihr wollt es viel leiser machen. Genau, habt ihr so eine schöne Reverse
Crash ist auf jeden Fall ein geiler Tipp, muss ich ehrlich sagen, weil mit den Vocals, wenn man zum Beispiel das Ganze reinfaden will, also eine Vocal, dann einfach, wie gesagt, kopieren, Shift, V und dann einfach hier Reverse und ihr seht, das Sample wird eigentlich nur umgedreht. Das ist eigentlich diese Funktion von Reverse und es macht halt schon sehr viel aus in so einem Track, in so einem Remix. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Tipp Nummer 3. Ich suche uns jetzt mal kurz einen Synth raus. Der Synth geht sehr, sehr lange. Hier unten wird es ja ganz nochmal eingeblendet. Pack den jetzt mal in mein Channel Rack rein und ich möchte jetzt, wenn ich jetzt mal auf meinem Keyboard spiele oder die Taste gedrückt halte, wird der Ton so lange abgespielt, bis ich die Taste wieder loslasse. Und jetzt will ich aus diesem Synth, der wie gesagt ewig geht, solange ich jetzt die Keyboard-Taste drücke, will ich jetzt einen One-Shot machen. Und zwar ziehe ich diesen Regler einfach so weit nach rechts, wie ich will. Und wenn ich jetzt mal abspiele, dieses Sample, diesen Ton nicht mehr in der vollen Länge, sondern wir haben das Ganze gekürzt und haben sogenannten One-Shot daraus gemacht. Finde ich sehr geil, könnt ihr mit jedem Synth machen. Wir gehen weiter mit Tipp Nummer 4. Dazu brauchen wir den Mixer. Und zwar will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ihr, also so gehe ich zum Beispiel immer vor bei Remixen. Dazu wird es auch mal ein komplettes Video geben, was ich in meinen Remixen einbaue, mit welchen Automation Clips ich arbeite. Ich werde euch heute ein oder zwei zeigen, aber es werden sehr, sehr viel mehr sein, zumindest halt in den Projekten dann immer. Und ich will euch zeigen, wie ihr zum Beispiel mit solchen Automation Clip arbeitet. Ein Automation Clip ist eigentlich ganz simpel erklärt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Equalizer drin und ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Kickstart drin, absolut 11 von 10, dieses Plugin kann ich jedem nur empfehlen, kostet 10, 15 Euro oder 20 Euro, ist von, hier steht's, Nicky Romero, ist wirklich geisteskrank, also was der da rausgehauen hat für den Preis, ist wirklich top. Ich mache es immer so zum Beispiel, ich aktiviere meinen Equalizer, das heißt, ich tue die Tiefen rausfiltern lassen mit einem Automation Clip, das heißt, ich sag eigentlich diesem Automation Clip nur, wann er aktiviert werden soll und wann er nicht aktiviert werden soll, das heißt, wenn die Linie hier oben ist, ist das Ganze aktiviert. Ist es hier unten, habe ich das sozusagen deaktiviert. Man sieht es auch hier. Es gibt jetzt hier keine Funktion, einen Automation Clip zu erstellen, sondern ich mache es immer ganz easy. Ich kann euch das nochmal demonstrieren. Ich deaktiviere die zwei, packe den Song jetzt mal auf die 11. Ich spiele ihn kurz ab. Jetzt wir uns wieder verarscht. Ich habe nach oben geschaut, doch da leuchtet nichts mehr. Das ist jetzt der aktuelle Track. Jetzt habt ihr schon was gehört, woran ich gerade arbeite. Und jetzt will ich sagen, normalerweise ziehe ich hier komplett die Loop-Funktion über den Track. Das heißt, von Start ist jetzt nur ungefähr so grob, was ich jetzt mache. Genau, ab hier will ich es ungefähr euch zeigen. Das heißt, ich mache hier Rechtsklick, könnt ihr hier oben eine Loop-Funktion aktivieren. Das heißt, der spielt sich hier ab bis hierhin und dann wiederholt er sich die ganze Zeit, bis ihr das deaktiviert. Deaktivieren könnt ihr mit Doppelklick reinmachen, hier oben in diese schwarze Leiste. Dann ist der Loop wieder draußen. Ich ziehe den jetzt nochmal ganz kurz und habe jetzt hier zum Beispiel, ihr schaut unten rechts, das könnt ihr auch ganz gut erkennen, ich lade jetzt hier, ich zeige euch das Ganze jetzt mit Kickstart. Ich kann jetzt hier Select öffnen. Normalerweise mache ich das jetzt mit meinem Stream Deck, aber ich zeige euch das auch so. Also wie gesagt, ihr klickt hier auf Slot 1, drückt einfach, Moment, ihr müsst nochmal auf Select mit der Maus bleiben, einfach K und alle Plugins, die ihr installiert habt, die wo mit K anfangen, werden hier euch angezeigt. Hier habe ich zum Beispiel Kickstart 1, das war die erste Version. Ich nutze jetzt halt die neue Version, Kickstart 2, wähle meistens den hier aus, den Classic Chain. Und wenn ich jetzt abspiele, hört ihr sofort die Kickstart, also den Chain sozusagen. Das heißt, die Kickstart ermöglicht mir jetzt hier diese Frequenz freizulassen bzw. runter zu filtern, damit ich hier meine Kick reinsetzen kann. Ich will ja dem Programm sagen, wann er das aktivieren soll und wann nicht. Ich habe jetzt hier in dieser Loop-Funktion, wo ich hier eingestellt habe, die Automation Clip gesetzt. Also wie gesagt, hier Rechtsklick Automation Clip und ich sage jetzt hier deaktivieren, das heißt, wir ziehen den Regler nach unten und jetzt sage ich, gehe ich mit Rechtsklick rein, machen wir es genau andersrum, Rechtsklick könnt ihr wieder neue Punkte setzen, den ziehen wir hoch, damit ich euch den Vergleich zeigen kann, das heißt, K
Kickstart aus. Ihr seht auch hier, also ihr könnt es parallel hier unten vergleichen. Wenn die hier oben, wenn ich hier angekommen bin, schlägt die oder geht die natürlich auf Voll-Volume, beziehungsweise dass sie halt aktiviert ist. Und so könnt ihr mit Automation-Clips wunderschön arbeiten. Ich spiele das Ganze jetzt mal kurz ab. Oben geschaut, doch da leuchtet nicht mehr. In meiner dunkelsten Nacht wirst du mein hellster Stern. Und triff ich dich in meinem Traum, ist das ein Stückchen dein Herz. Genau, und jetzt könnte ich sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz Demo. Genau, und ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, ich baue jetzt hier eine Kick ein. Normalerweise würde ich es jetzt hier einbauen, weil ich ja hier die Kickstart aktiviert habe. Das heißt, die Kickstart ermöglicht mir, Platz für meine Kick zu lassen. Und die wird dann nicht so untergehen. Ich mache das jetzt, ich demonstriere euch das einmal hier. Ich hab nach oben geschaut, doch da leuchtet. Hört sich jetzt nicht schlecht an, aber wenn ihr den Vergleich mal hört. Ich hab nach oben geschaut, doch da leuchtet nichts mehr. In meiner dunkelsten Nacht wirst du mein hellster Stern und also man merkt, dass die Kick halt viel, viel aggressiver durchkommt. Tipp Nummer 5. Ich will euch zeigen, wie man überhaupt, also es ist eigentlich random, was ich jetzt hier reinpacke, wie man überhaupt Plugins installiert. Was sind Plugins? Wie zum Beispiel hier die ganzen Plugins, wie, was nutze ich denn ziemlich oft? Camel Crusher, Kickstart, was ich euch gerade gezeigt habe, OTT, Ozone 8, Sausage Fattener, Sound Godizer, absolute 10 von 10, sollte jeder haben, Valhalla. Wir haben zum Beispiel hier die ganzen, meine ganzen Synths, wie zum Beispiel hier Serum, Silent One, sind alles Plugins, die man in FL Studio installieren muss. Wie macht man das Ganze? Optionen, Manage Plugins, es öffnet sich eine Liste, es sind sehr, sehr viele. Dann drückt ihr einmal, also ihr müsst natürlich das Plugin installieren, das sollte jedem eigentlich bewusst sein. Nach der Installation drückt ihr Find Installed Plugins, also findet die installierten Plugins. Und ich mache das jetzt nicht, weil ich habe gerade keine aktuellen. Und dann könnt ihr die Liste entweder, oder gibt es hier unten einfach das jeweilige Plugin ein, was ihr gerade installiert habt. Oder ihr scrollt einfach runter und seht, wenn sowas orange oder gelb angezeigt ist, sind es die, was ihr aktuell installiert habt, also die neuesten Plugins. Dann aktiviert ihr einfach, ich mach's mal hier, den Stern und dann findet ihr das Plugin im Mixer-Channel oder ist es ein Synth, dann findet ihr das hier im Channel-Rack. Das war so mein Tipp Nummer 5, also Plugin installieren, wie funktioniert das überhaupt? Ganz easy going, vielleicht wusste es der ein oder andere nicht und wir kommen zu dem nächsten sehr, sehr kurzen und knackigen Tipp und zwar, wie schaltet man ein Metronom ein? Ganz easy, hier links oben neben der BPM-Anzeige könnt ihr das Metronom aktivieren mit Linksklick. Ihr könnt aber sagen, okay, ich will jetzt kein Tick, sondern ich will als Hi-Hat, ich mache jetzt nur die Vocal an, mache die Kickstart an. Und hier habt ihr halt, ich kann mal umstellen auf Tick. Finde ich jetzt persönlich am geilsten. Damit kannst du nochmal prüfen, ob die Vocal, der Track, was auch immer, in der BPM, also in der Geschwindigkeit passt. Und das ist auch wirklich ein geiler Tipp, falls ihr das nicht wusstet. Auf meinem neuen MIDI-Keyboard, was ich euch ja auch vorgestellt habe, ist es ein Tastendruck. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht einmal hergenommen. Kommen wir zu einer Funktion, die mit dem letzten großen Update reingekommen ist. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich euch das schon kurz gezeigt habe oder nicht. Auf jeden Fall hier auf der, also man beachtet hier die linke Seite, hier sind die Sample Packs, das habe ich euch ja schon erklärt. Wenn ihr auf Sound geht, was ist FL Cloud? Ganz easy, ihr könnt hier Sample Packs suchen, ihr könnt hier Töne suchen, Samples suchen, könnt die sozusagen dann auch verwenden, in FL Studio nutzen. Der einzige große Nachteil ist, ihr müsst einen monatlichen Beitrag zahlen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Wenn wir hier auf Upgrade gehen, ich hoffe, ich zeige jetzt keine Daten. Man hat hier die Möglichkeit, monatlich oder jährlich zu bezahlen. Ich finde die Preise, also für das, was man schon bekommt, weil das ja eigentlich eine Konkurrenz zu Splice ist. Ich weiß nicht, ob ihr Splice kennt, aber damit habe ich auch schon mal gearbeitet. Ist auch eine App, da könnt ihr sämtliche Samples suchen mit sehr, sehr guter Qualität. Kostet aber auch im Monat. Hier ein Zehner hat jetzt auch nicht jeder so auf der Seite. Deswegen will ich euch jetzt ganz kurz nur mal FL Cloud zeigen. Ihr werdet wahrscheinlich das ein oder andere Video schon drüber gesehen haben. Ihr könnt ganz easy nach einem Sample Pack suchen oder nach einem Genre suchen. Ich liebe Melbourne Bounce. Jetzt gehe ich hier auf Packs. Und siehe da, es gibt Melbourne Bounce Packs. Ich spiele mal ganz kurz was ab.
Also man kann hier das Sample Pack mal abspielen. Man hat hier den Hersteller, der das halt veröffentlicht hat. Ihr könnt alles suchen. Ihr könnt auch hier sagen, okay, ich will nur Sounds, kann den Typ eingeben, was ich sehr geil finde. One-Shots, das habe ich euch ja vorhin, also vorhin habe ich euch ja einen Tipp gezeigt, wie ihr aus einer langen Sample einen kurzen Sample, einen sogenannten One-Shot erstellen könnt. Ihr könnt sagen, ich will nach Loops suchen, können wir kurz machen. Zack, wir sind jetzt hier noch bei Melbourne Bounce drin. Genau, könnt ihr sämtliche Sachen suchen. Ich will aber das raus. Ihr könnt das Genre nochmal aussuchen, obwohl ich habe hier oben ja schon eingegeben. Was wollt ihr davon hören? Synths, Drums, also da hat man sämtliche Möglichkeiten. Hier kannst du BPM schauen, welche, in welcher BPM man gerade aktuell in seinem Projekt ist. Dann sucht man einfach welche, die wo passen. Ansonsten macht man einfach Stretching, was ich euch ja auch schon gezeigt habe, in welchem Key. Das ist halt geisteskrank, was man da alles suchen kann. Kostet wie gesagt einen 10er im Monat, wartet aber bis zum Schluss, da zeige ich euch den absoluten Lifehack. Ich glaube, dafür befinden wir uns aktuell so in der Grauzone noch. Wir spielen jetzt hier nochmal ganz kurz eins ab. Genau, und wenn ihr jetzt halt nicht auf das Play drückt, sondern daneben, könnt ihr alles nachschauen, was in diesem Sample Pack vorhanden ist. 859 Sounds aus Melbourne Bounce 2. Dann können wir alles abspielen. Okay, also hier alles vorhanden, was in diesem Sample Pack ist. Und normalerweise, wenn man das Abo hätte, könnte man hier draufbleiben, rüberziehen. Hier kommt schon, startet deine 30 Freitage, mache ich aber nicht. Das heißt, draufdrücken, reinziehen in das Projekt und ihr könnt es sofort nutzen. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich warte noch mit den 30 Tagen, ich speichere mir das über das Herz hier ab und kann sie dann ganz normal hier oben, wenn ihr da reindrückt, eure Favoriten wieder abrufen, die ihr euch dann gegebenenfalls, wenn ihr das Abo habt, auch nutzen könnt, wollt, wie auch immer. Am Schluss zeige ich euch nochmal hier eine Funktion in der FL Cloud, wo man sich in der Grauzone befindet und wo man das Ganze nutzen kann, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Falls ihr auf mehreren Bildschirmen arbeitet, so wie ich arbeite jetzt hier auf 4 Bildschirmen, und ihr habt zum Beispiel dieses Sample offen, egal, es kann auch ein Synth sein, es kann auch ein anderes Plugin sein, es kann auch der Mixer sein, scheißegal, was ihr für ein Fenster offen habt. Wenn ihr seht, wenn ihr das zum Beispiel auf den zweiten Bildschirm ziehen wollt, es bleibt hier einfach hängen und ich könnte das nicht auf meinem zweiten Bildschirm oben drüber ziehen. Da gibt es eine simple Funktion hier oben auf dieses Dreieck und aktiviert die Detached, ich glaube, so spricht man es aus. Aktiviert ihr das Ganze, seht ihr, zack, es verschwindet. Ich kann es euch das jetzt leider nicht besser zeigen, aber es verschwindet auf meinem zweiten Bildschirm. Das heißt, ich ziehe es einfach nur hier oben. Ihr gebt sozusagen das Fenster frei und könnt es frei bewegen. Und habt ihr jetzt keinen Bock, jedes Mal alle einzelnen Fenster zu sagen, hier aktivieren, 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 gibt es eine einfache Funktion und zwar, ihr geht Optionen, General Settings, so sieht das Ganze aus, scrollt ein bisschen runter und hier Detach All Plugins. Das heißt, wenn ihr da einen Haken reinsetzt oder das Ganze aktiviert, könnt ihr jedes, ihr seht auch hier den Channel Rack, könnt ich wegziehen, jedes einzelne Fenster dahin schieben, wo ihr wollt. Ihr spart euch einen Haufen Zeit, einen Haufen Nerven und wir gehen jetzt zum absoluten Nonplusultra-Tipp, den ich euch mitgeben will und da spart ihr euch Haufen Kohle und zwar geht es wieder rein in FL Studio Cloud. Vorhin habe ich euch ja gezeigt, wie man in FL Studio Cloud die Samples rüberziehen könnte in das Projekt. So, ihr habt jetzt keine Kohle, ihr wollt dafür kein Geld ausgeben, ihr könnt die 30 Tage natürlich nutzen. Und falls ihr eine andere Möglichkeit sehen wollt, ganz easy going, ihr geht in euren Mixer hier oben, zack rein. Ihr geht ganz wichtig in den Master Channel, geht hier rein, scheißegal, wo ihr das jetzt anklickt, Slot 7, Slot 8, Slot 9, scheißegal. Und geht einfach auf Select und sucht euch euren Edison, zack. Den stellt ihr euch jetzt hier daneben. Ich kann es mal ein bisschen größer machen. Das ist so geil, Mann. So, und jetzt haben wir hier oben einen Record-Button. Den tätigen wir gleich. Und wir sagen, wir nehmen jetzt diesen Synth. So, stoppen das Ganze. Und wir haben jetzt indirekt aus der
Library von FL Cloud diesen Synth einfach in Edison aufgenommen. Ich lebe das Ganze und ziehe es einfach hier rein. Und hab's einfach hier drin. Hier. Natürlich könnt ihr das Ganze dann noch bearbeiten, wenn ich sage, hier nochmal stretchen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Den Anfang will ich hier raus haben. Natürlich Feintuning könnt ihr in Edison besser machen, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt Reverse aktivieren, was ich euch auch schon gezeigt habe. Ihr könnt pitchen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und ich würde sagen, Freunde, damit beenden wir auch dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Ihr könnt gerne wirklich dafür mal einen dicken Like da lassen für den letzten Tipp, weil ihr euch da echt viel Geld sparen könnt. Falls ihr andere Tipps habt, falls ihr irgendwelche Fragen noch haben solltet, rein in die Kommentare. Gerne auf Insta vorbeischauen. Da kündige ich immer eigentlich vieles an. Ich wollte euch ja noch ganz kurz meinen aktuellen Remix zeigen. Das habe ich euch ja versprochen. Das mache ich in jeder Folge. Ich verabschiede mich schon mal in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Und schreibt in die Kommentare, ob ich den Remix fertig machen soll. Doch jetzt ist er hinterher.